Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und haben diese Autobahn hier implementiert und die Monorail, beides gleichzeitig tatsächlich. Ja, um einfach direkt von Anfang an jetzt hier ein richtig gutes Verkehrsnetz zu haben. Um einfach die Straßen zu entlasten. Und wenn wir mal gucken, der Verkehr in dieser Stadt ist tatsächlich nicht so schlimm. Also die Staus hier, die halten sich wirklich in Grenzen dank der Autobahn. Und ja, vielen Dank auch, dass ihr mir den Tipp gegeben habt. Also ich bin da wirklich froh, dass das wirklich auch so gut geklappt hat mit der Implementierung des Ganzen. So, hier könnte man vielleicht nochmal eine U-Bahn aufbauen. U-Bahn-Station hin. Oh, und ich merke schon, wir haben hier teilweise ein paar Brownouts, deswegen. Ja, seht ihr, ne? Wir haben Brownouts hier, deswegen machen wir mal einen Nachbarschaftshandel. Kaufen wir mal ein bisschen mehr Energie ein. So. Und da kommt schon wieder das nächste fette Gebäude. Ja, das ist geil. Ist einfach geil. So. Und dann haben wir hier tatsächlich wirklich eine gute Basis jetzt erstmal geschafft. Ja, unsere Luftreinheit ist da. Fahrgemeinschaft und Pendelverkehr. Lass uns das auch mal machen. Und Tourismus. Gucken wir mal, was wir hier alles ja, anstatt Verordnung machen können. So, wunderbar. Das heißt, der Verkehr müsste jetzt nochmal runtergehen. Theoretisch. Das sieht tatsächlich sehr gut aus, muss ich sagen. Es sieht sehr gut aus. Oh, da sehe ich gerade, dass wir da noch ein paar Parks hinmachen, noch einen Park hinmachen können. So. Das sieht tatsächlich saugut aus mit dem Verkehr. Ach, was bin ich froh, Freunde. Hier vorne vielleicht noch ein bisschen was, aber das passt schon. Die Autobahn, die wird wahrscheinlich fleißig genutzt, ne? Nehme ich an. Ja, guckt euch das an. Erhöhte Autobahn. Na, wobei, wartet mal. Erhöhte Autobahn. Doch, doch. Ha, seht ihr? Die erhöhte Autobahn. Da sehen wir es, wie die Autobahn genutzt wird. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool, Freunde. Ah, wunderbar. Und genau, wir waren beim letzten Mal dabei, doch hier vorne neue Wohngebiete hochzuziehen. Neue Reiche, denke ich, dass hier Reiche hinkommen werden. Und würde ich vorschlagen, machen wir. Und genau, dann machen wir den gleich noch. 4x4 Gebäude, genau. Oh, kein Wasser. Oh, verdammt. Ah, da war noch keine Wasserleitung hingelegt. Meine Güte, woran hier alles gedacht werden muss, ne? Echt krass. So, dann brauchen die natürlich noch Parks. Wow, okay. Nicht verkehrt. Okay, dann brauchen sie mal einen, denke ich mal, einen Park hier hin. Genau. Haha, wunderbar. Die sind arbeitslos, aber das ist jetzt nicht verkehrt. Könnten uns eine neue Uni machen. Ja, die machen wir uns auch. Nämlich hier schön an die Küste dran. Zack. Wunderbar, wir haben eine städtische Universität. Und ich sehe gerade, dass die Leute hier auch arbeitslos sind, ne? Aber ich würde vorschlagen, dass wir dann tatsächlich hier direkt die Autobahn ziehen. Und die dann hiermit verbinden. So, die sind nämlich arbeitslos, das heißt, sie suchen Jobs. Und wir brauchen hier wirklich sehr viele Jobs. Ich würde die Autobahn aber ganz gerne. Hey, Moment.
Ich hätte gerne so eine T-förmige Überführung hier. Eine hohe, erhöhte T-Überführung. So. Machen wir mal so dahin. Da können wir die erhöhte Autobahn weiterziehen. Ja, das ist nicht mehr so einfach drauf los hier, sondern schon jetzt mit Planung. Wie Bildung tut nicht weh. Ah, aber irgendwie können wir hier auch gar nicht... doch, können wir. Okay, wir können eine Kurve reinbauen. Ohne diese T-Überführungen. Ah, aber ich denke, hier müssten wir auch eine T-Überführung hinmachen. Okay, dann mach das mal. Einmal eine erhöhte T-Kreuzung. Genau so. Genau so. Nein. Verdammt. Kacke. hierhin. Wunderbar, da passt das doch. Und genau, dann haben wir jetzt nämlich hier auch eine schnelle Verbindung. Da müssen wir hier das zu einer ebenerdigen Autobahn machen. Ah, ebenerdig. Nee, das macht er leider nicht automatisch. So. Mach das mal so. Und zack. Weil damit die Borderail da durchpasst. So. Dann zieh das mal hier so hin. Fast. So. Ganz genau. Und dann hier wieder hoch. Ah, wunderbar. Alles klar. Und ja. Bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich noch nicht genutzt, ne? Nee. Leider nein, aber das heißt, wir können hier noch mehr Wohnungen erstmal hinbauen. Beziehungsweise nein, wir brauchen hier eine Verkehrsanbindung. Okay, das heißt, wir machen hier eine Bushaltestelle. Einmal eine U-Bahn-Station. Ja, weil es kann gut sein, dass die reichen Leute gar nicht so gerne diese U-Bahn-Station nutzen, aber... Die reichen Leute sollen wohl mehr auf Monorails stehen, was wir hier auch haben. Na, wir haben hier auch eine Monorail. Finde ich sehr gut. Und ja, dann können wir hier jetzt ja weiterziehen. Na, so. Ja, dann und dann bauen wir direkt Autobahnauffahrten auf für die Leute. So, wunderbar. Dann können sie hier sich wieder hochziehen. Zack. Moment. Da machen wir nochmal was anderes hin. Nämlich Bushaltestelle und U-Bahn-Station. Bushaltestelle und U-Bahn-Station. Warum kommen hier keine... Haben wir hier kein Wasser hergezogen? Kann ich mir vorstellen. Ja, ist so. Aber wir brauchen auch sowieso vom Nachbarschaftshandel her ein bisschen mehr Wasser wieder. Ein bisschen mehr Müll exportieren. So. Wunderbar. Dann brauchen wir eigentlich auch... warum bist du schwarz? Pendelverkehr mittel bis lang. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen... Das war hier jetzt nicht direkt hier nebendran, aber das war hier jetzt ein paar Gewerbegebiete hinmachen. 6. So, das war hier dann jetzt Gewerbegebiete machen und hier schöne Auffahrten, genau. So, und dann können wir jetzt hier wieder schöne Bürotürme aufbauen. So, 4x4. 3x3. Sehr gut. Und dann brauchen die natürlich jetzt noch eine Dingsstation. Wow! Okay. Alles klar. Nachbarschaftshandel, Energie. Die brauchen natürlich noch eine Verkehrsanbindung. Das heißt hier eine Monorail-Station. Okay.
Und dann hier vorne noch Bushaltestelle und U-Bahn-Station nehmen. Am besten auch hier. Richtig schönes Verkehrsnetz bauen wir uns gerade hier auf. Ich merke das schon, ja. Ich merke das schon. Ach, wunderbar. Das ist doch cool. So. Ja, schaut euch das an. Wunderbar. Das heißt, wir können hier dann auch Plazas für die Gewerbe machen. Ah, dass das manchmal so nicht mehr aufbaut, das ist irgendwie merkwürdig. Aber ist okay. So Schritt für Schritt kriegen wir alles aufgebaut. Das ist doch schon mal gar nicht mal so verkehrt. Und hier können wir einfach Parks reinmachen. Genau, Parks für die Leute. Parks für die... Ah, Flughafen wird gefordert. Parks für die Einwohner. Das machen wir. Das ist kein Problem, Leute. Kriegt ihr. So. Und da frage ich mich jetzt irgendwie, warum hier keiner hinzieht. Sims suchen Büros. Ja, wunderbar. So, dann hier, zack. Sehr schön. Perfekt. Ah, ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein hohes Gebäude, aber das ist natürlich, das sieht auch cool aus. So, was können wir denn hier euch noch Gutes tun? Ich denke, ein städtisches Museum wäre nicht verkehrt. Ich meine, wir haben ja die Kohle gerade. Boah! Voll die Wolkenkratzer hier. Wunderbar. Endex Key Tower. Yo. Wunderbar, Freunde. Und ihr Reichen? Was ist denn mit euch? Müll gering, Verschmutzung mittel. Ah, wir müssen noch einmal den Bäume-Trick gleich machen. Okay, ich verstehe. Oha, da kommt wieder neue Gebäude. Ich verstehe schon, ja, was ihr wollt. Aber wir bräuchten hier vielleicht nochmal eine Bücherei oder sowas. Das wäre gar nicht mal verkehrt. So. Ja, genau. Sch, du mich auch. Sch. So, dann. Perfekt. Und, yep, dann machen wir jetzt noch einmal schön den Bäume-Trick. So, und zack, 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 zack. Alles klar, schöner Bäume-Trick. Genau, schön hier wachsen lassen. Wow, oh mein Gott. Oha. Schaut euch das an. Solarkraftwerk, oh. Was ist das denn hier? Ah, okay. Das ist so ein bisschen verbuggt, aber... Sieht schon geil aus, muss man sagen. Fahren die über die Autobahn? Ja! Die nutzen tatsächlich die Autobahn. Finde ich super. Wirklich. Der Pendelverkehr hier oben sollte eigentlich... Das ist ein Gewerbeding? Ah, okay. Da, Pendelverkehr kurz. Haha, wunderbar. Pendelverkehr mittel. Jawoll, Freunde. Können wir, das heißt, wir können hier die Bildung wieder hochziehen. So. Und? Boah, das sieht richtig gut aus. Ah, das freut mich. Das freut mich, ehrlich. So, was ist denn mit dem? Der hat kein Wasser. Ah, die haben kein Wasser. Okay, daran liegt es also. Meine Güte, ganz schön kompliziert hier. Aber hey, wir verdienen richtig gut Geld, sehe ich gerade. Und alles ist alles sauber. Außer das hier. Aber alles sauber. Und guckt euch das mal an. Ah, wir brauchen... Ah, wir haben wieder Blackouts hier. Das heißt, Nachbarschaftshandel, Energie. Zack. Reicht dann erstmal. So. Perfekt. Boah, schau dich das an. Richtig gut. Haben wir hier alles Deal auf einmal? Ja. Okay, wunderbar. Sehr schön. Und wir sind schon bei 46.000 Einwohner. Richtig geil. So, dann machen wir mal hier weiter. Ich bin mir jetzt gerade nur unsicher, was wir mehr brauchen. Was brauchen wir denn mehr?
Brauchen wir jetzt mehr Einwohner oder mehr Jobs? Die sind immer noch irgendwas. Die haben immer noch irgendwas hier, ne? Bäume? Wollt ihr Bäume haben oder was ist hier los? Nö. Keine Ahnung, was ihr wollt. Was mir noch einfällt, ist, wir brauchen ja noch eine Kläranlage, ne? Klärwerk. Wo machen wir das denn jetzt am besten hin? Ah, hier wird wieder was aufgebaut. Machen wir das am besten mal... Ich glaube, das macht nicht so viel, wenn wir das jetzt hier hinstellen. Machen wir das am besten... Ich bin mir unsicher. Lass das erstmal noch. Weil die Wasserverschmutzung ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Ja, doch, müsste eigentlich. Müsste man eigentlich ein Klärwerk aufbauen. Unangenehm, so ein Klärwerk aufzubauen. Aber dann machen wir es einfach mal hier hin. So. Dann einmal so und einmal so. Ganz genau, alle aus. Und dann, ja. Können wir mal weiterschauen, was wir hier noch so Feines bauen können. So. Wunderbar. Gut, ja. Es funktioniert. Hey, alles hier schön sauber. Das Ding sieht geil aus. 21st Century Tower. Yeah, Freunde. Gut, dann machen wir mal weiter. Ja, das heißt, ich werde dann auch gar nicht mehr auf die Alleen setzen, sondern tatsächlich auf die Autobahn. Ja, ein Autobahnnetz hier. Und auf Monorail. So, ja gut, komm, dann machen wir hier einfach mal ein paar Wohnungen noch hin. Genau. Hier vorne könnte man so wunderschön... Genau, das machen wir jetzt. Hier kann man wunderschön Bus und U-Bahn reinbauen. So. Ach, das macht richtig Spaß, wenn das so gut funktioniert hier. Wunderbar. Gesundheit und Bildung ist beides voll. Wunderbar. Nein, kein Geschenk, bitte. So, danke. Geschäftsreise fordern Flughafen. Genau. Den Flughafen, den würde ich auch ganz gerne schon mal aufbauen. Aber dann mache ich jetzt auch das hier weg, weil das brauchen wir nicht mehr. Das war nämlich Finanzunterstützung in schweren Zeiten. Gut. Flughafen. Städtischer Flughafen machen wir erstmal. Den machen wir jetzt auch schön an den Rand, wie ihr mir das geschrieben habt, und nicht ins Stadtzentrum. Und da machen wir dann schön Parks drumherum, weil hier geht auch viel Luftverschmutzung aus. Aha, was? Flughafenfreiheit. Für Frohsinn und Frieden. Ja, mach. Ausbauen. Direkt gebaut und... erstmal gebaut und dann direkt schon ausgebaut. Die Monorail. Ja gut, aber wenn wir hier Parks hinmachen, dann ist das eh egal, denke ich. So, weil den Flughafen machen wir jetzt richtig schön hier mit Parks. Ah, okay. Der Flughafen braucht auch Parks. Okay, das ist interessant. Ist zwar auch komisch, aber es ist auch interessant. Okay, dann machen wir das jetzt mal hier so. Und jetzt hier mal eine schöne Flughafenverbindung. So. Und hier, sehr schön. Heißt, hier vorne können wir dann auch Grünflächen hinmachen. Oder Pflasterflächen. Das ist gar nicht mal so verkehrt hier. So, das könnte theoretisch klappen. So. Dann haben wir hier schon unseren städtischen Flughafen. So, hier unten können wir dann einmal eine Polizeiwache hinmachen.
kleines Polizeirevier, genau, so, für den Flughafen. Und hier links neben machen wir nochmal ein paar freie Pflasterflächen hin. Und dann haben wir hier unseren Flughafen aufgebaut. Sehr schön. Machen wir hier nochmal eine Zugangsstraße. Und eine Bushaltestelle und eine U-Bahn-Station. Bitte auch hier vorne. Schön anbinden, das Ding. Monorail-Station können wir gleich auch dahin machen. Ja, wobei hier ist ja gar keine Monorail. Erstmal nicht. Dann sollte das hier ja theoretisch... Verdammt. Okay. Aber das hier geht. Okay, wunderbar. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Wie es hier mit großen Schritten tatsächlich weitergeht. In unserer neuen Hauptstadt. Und ja, das sieht doch schon ausgefeilter aus, muss ich sagen, mit den ganzen Verkehrsprojekten hier. Da würde ich einfach mal vorschlagen, jo, wir können hier theoretisch neue Wohnungen bauen, aber wartet mal, mich interessiert mal der Verkehr. Ah, sehr schön. Der Stau ist nur am Rand. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nur hier vorne an der Stelle ist noch viel Verkehr. Das war hier vielleicht... Na, gucken wir mal. Ich würde jetzt einfach hier noch ein paar Wohnungen hinziehen. Aufziehen tatsächlich. Hier noch ein paar Wohnungen hin. So. Habt ihr Wasser? Ihr habt Wasser. Ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Oder? Ah, Polizei braucht ihr. Okay, ihr, oder? Nee. Nee, 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 stopp. Ihr habt eine Polizei. Ihr braucht aber eine Verkehrsanlage. Ja, nee, habt ihr hier auch. Also, braucht wenn dann nur Parks. Genau, ihr braucht Parks. Und eine Feuerwehr? Braucht ihr eine Feuerwehr? Braucht ihr auch nicht. Schulen? Braucht ihr Schulen? Nö, seid ihr auch mit drin im Netz. Ein Krankenhaus braucht ihr auch nicht. Nö, das passt. Das passt. Ihr solltet euch eigentlich nicht beklagen. Eine Feuerwache würde ich trotzdem nochmal hier hin machen. Einfach so doppelt hält besser mäßig. Stadtverordnungen. Dann machen wir mal alle Stadtverordnungen rein, tatsächlich. Weil das ist einfach effizienter, wenn man die Stadtverordnung nutzt. Braucht man weniger, weniger Wasserverbrauch, weniger Energieverbrauch, weniger Krankenhausverbräuche. Ist einfach angenehmer. So, wunderbar. Dann haben wir hier unsere Wohnungen. Dann machen wir hier nochmal Wohnungen hin tatsächlich. Auch wenn das hier Büros sind, aber ist okay. Ich würde die Wohnung jetzt einfach mal hier hinziehen. So, dann machen wir hier mal eine Monorail-Station hin. Damit wir auch schön Geld verdienen. So. Und eigentlich müsste man ja mal hier irgendwie eine Verbindungsstraße hinmachen, ne? Zu dem Bereich. Das ist halt das Blöde dann, ne? Dann, hat man halt nicht so viel... Ah, doch, hier unten ist die Verbindung. Okay, alles klar. Ja, okay. Gut. Kann man hier nicht... Kann man hier keine Straße drüber bauen? Das ist schade. Das ist tatsächlich schade. Aber gut, dann ist das scheinbar so. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, die Leute kommen ja hier hin, ne? Hier durch, genau. Wo geht ihr arbeiten? Direkt nebenan. Das ist okay. Direkt nebenan. Boah, und wir verdienen uns hier eine goldene Nase. Stadtverordnung, Nachbarschaft, Handel, Gewerbe, Verkehr. Och, guck mal, das Fahrgeld. 1500 im Monat. Das ist gut, ey. Das ist echt gut.
So, und dann sehe ich hier gerade noch, dass dieses Monorail-Kreuz einmal hier noch eine Verbindung braucht. Und dann können wir hier weiter das Gewerbegebiet hochziehen. So. Ganz genau hier. So, und da können wir hier für die Leute hier können wir jede Menge mittlere Plazas aufbauen. Genau, und da kommt ein Geschenk, ein riesiges. Danke, nein. So, dann machen wir hier auch noch mal Plazas hin. So, und dann würde mich jetzt mal tatsächlich mal interessieren. Hat die Monorail wirklich keinen CO2-Ausstoß? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Die Monorail. So, Luftverschmutzung. Tatsächlich, ich glaube. Ja, die Luftverschmutzung ist schon ein bisschen was hoch. Aber ich glaube, die kriegt man nicht komplett raus. Die Luftverschmutzung. Die kriegt man nicht komplett raus. Das ist ja das. Das ist ja das. Aber ist nicht schlimm. Die hier, die funktionieren immer noch. Das ist sehr gut. Boah. Schaut euch das an. So, das sind alles Reiche. Und die Reichen, die meckern nicht. Ja, finde ich gut. Also tatsächlich bin ich mir gerade nicht sicher, aber es sieht tatsächlich so aus, als wenn die keine Luftverschmutzung hat. Die Monorail. Die Monorail verursacht keine Luftverschmutzung. Oder? Ja doch, hier ist ein bisschen was gelb. Wartet mal, hier ist ein bisschen was gelb. Hier ist minimal gelb, ne? Ja, aber das passt schon. Mach mal Bäume-Trick hier. So. Bäume, Bäume, Bäume. Und wieder Geschenke. Bäume, Bäume, Bäume. Alles klar, dann geben wir euch mal Bäume, Bäume, Bäume. So. Alles klar, ja, da kommen sie doch schon wieder. Wieder Geschenk. Schade, Mensch. Also die Gebäude hätte ich gerne gehabt, aber da müsste ich jetzt noch mal alles durchgucken und das ist mir irgendwie ein bisschen zu. Ja, ich weiß nicht. Zu aufwendig, sage ich mal so. Okay, dann sind wir schon bei 80.000 Bewohnern. Wie sieht der Müll aus? Ist weg. Okay, Bildung. Sieht gut aus, die Bildung. Weil die ja neu dazugekommen sind. Attraktivität für Reiche. Ja, hier wegen der Luftverschmutzung, aber da sind ja eh keine Reichen. Gut, das heißt, wir können hier. Können hier wieder zack so machen und auffahrten. Genau. Und dann können wir hier wieder neue Wohngebiete aufbauen. Ah, das wird cool. 4x4 schön. So. Ja. Sehr schön. Und kleine Parks für euch hier. Sehr gut. Sehr, sehr cool, Freunde. Wo geht ihr arbeiten? Fahrt tatsächlich über die Autobahn. Das ist geil. Das ist gerade echt geil. So, ja. Och, jetzt hört doch mal auf. So. Oh, was ist das denn? Das ist schick. 1900 Einwohner, Regatta. Schick. Richtig schick. Yeah. Okay, wo fahrt ihr hin? Ihr habt keine öffentliche Verkehrsanbindung, sehe ich gerade, ne? Monorail. Station. Sie suchen immer noch Büros, finde ich super. Oder habt ihr da schon eine Station? Ne, ihr habt keine. Das heißt, ich würde euch mal eine hier hin machen. Und hier, zack. So. Monorail. Wird fleißig genutzt, finde ich super. Und wir verdienen uns hier echte goldene Nase. Das ist echt cool.
So, wunderbar. 90.000 Einwohner. Das heißt, ich würde mir jetzt hier auch nochmal ein paar Wohngebiete hochziehen. So, um genau zu sein. Das ist jetzt unsere letzte Aktion hier, weil ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Genau, aber dann mache ich sagen, machen wir das mal hier hin, wegen der Verkehrsanbindung. Na, so. Na komm. So, wunderbar. Aber das hier auch. Alles klar. Ich denke mal, ihr braucht noch Wasser. Kann das sein? Ne, ja, passt. Okay. Oh, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja. Aber wir sind auch schon am Folgenende angekommen tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Da würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Lasst jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.